Ja, meine Freunde, ich bin mal wieder zurück. Jetzt nach 2 Wochen Pause. Ich war 2 Wochen jetzt überhaupt nicht an meinem Aufnahmeort. Daher konnte ich nicht die Daily-Dosen und so aufnehmen. Ich hätte natürlich Bescheid sagen können. Ja, tut mir leid, das war allerdings alles ein bisschen lustiger. Ich kann ja ganz kurz erzählen, wie der Tag nach dem Donnerstag, den ich angekündigt hatte, verlaufen ist. Ich hatte mir für Freitagmorgen ein Bahnticket geholt und musste um 8:30 Uhr theoretisch losfahren mit einem Bus und Zug und so. Ratet mal, wann ich aufgewacht bin. Genau 8 Uhr bin ich aufgewacht. Ich habe irgendwie mitten in der Nacht, ich habe mir ja extra einen Wecker eigentlich um 6 Uhr gestellt. Ich habe in der Nacht den Wecker irgendwie komplett aus so im Halbschlaf bop, ausgeschaltet. Keine Ahnung wie. Ich habe es irgendwie hinbekommen und dann voller Schock um 8 Uhr aufgewacht. Ja, da war dann natürlich überhaupt gar nichts mehr Zeit, sondern nur noch irgendwie, ja, jetzt musst du noch ganz schnell irgendwie fit werden und reisefähig werden und dann, jetzt musst du los. Ja, dann war ich jetzt kurz danach dann halt jetzt die ganze Zeit lang unterwegs und ja, nichts gekommen. Tut mir leid. Ist ein bisschen blöd gelaufen. Nichtsdestotrotz, wir sind ja in der Thergotenbucht und ich würde sagen, wir machen heute Abend eine Runde. Ja, Runes of Magic vor zwischendurch. Heute Abend, ich denke, gegen 18 Uhr werde ich damit loslegen. Ich freue mich auf euer Einschalten, wie immer im Livestream twitch.tv/Ralle der Rasende. Bis dahin, ciao, ciao.